Installation des Smart Home Alarm Starter Sets von Blaupunkt. Die Anlage sollte in der Nähe des Routers stehen, da sie mit Internet und Strom verbunden werden muss. Dafür erst das LAN-Kabel in die Box und den Router stecken und danach das Stromkabel verbinden. Damit die Alarmanlage auch bei einem Stromausfall funktioniert, den Akkuschalter auf On stellen. Im Online-Portal einen Benutzernamen, ein Passwort und eine E-Mail-Adresse eingeben. Nach nur wenigen Klicks ist das Konto erstellt und sobald man auf den Bestätigungslink gedrückt hat, den Blaupunkt automatisch als E-Mail versendet, ist die Anlage betriebsbereit. Die im Basisset mitgelieferten Teile sind bereits mit dem System verbunden und es muss nur noch der Batterieschutz entfernt werden und die Sensoren angebracht. Wir befestigen zuerst den Fensterkontakt. Dieser kann geklebt oder geschraubt werden. Schrauben ist sicher die bessere Variante. In Mietobjekten muss das natürlich erst mit dem Vermieter abgeklärt werden. Jetzt ist der Sensor scharf und wird auch schon in unserem System dargestellt. Es wird auch angezeigt, ob Tür oder Fenster geöffnet oder geschlossen sind. Als zusätzlichen Schutz klingelt die Basisstation, sobald die Kontakte getrennt werden. Weiter geht es mit dem letzten Teil aus dem Set, der Kamera. Den Bewegungsmelder an einen günstigen Ort hängen, am besten in eine Ecke. Der erste Test. Das System ist scharf geschaltet, Sie können Ihr Zuhause jetzt verlassen. Die Bewegung wird registriert und sofort geht die Sirene an. Ich bekomme direkt eine E-Mail mit 3 Fotos, die die Kamera gemacht hat und der Information, an welcher Stelle der Alarm ausgelöst wurde. Grundsätzlich gibt es aber mehrere Möglichkeiten, die Alarmanlage zu bedienen. Mit der Fernbedienung kann man das System per Tastendruck steuern. Sie hat eine Reichweite von ca. 100 Metern und ist mit 4 Knöpfen auf das Minimum reduziert. Um den Einbruchsschutz scharf zu stellen, reicht ein Druck auf das Schlosssymbol. Das geöffnete Schloss deaktiviert den Schutz oder beendet den Alarm. Die Haustaste aktiviert den Zuhause-Modus und über die Plus-Taste kann man direkt einen Alarm auslösen. Der Notfallknopf sozusagen. Neben dem Online-Portal kann man die Anlage auch über eine App steuern. Diese muss nur an Tablet oder Smartphone geladen werden, die Login-Daten eingeben und schon kann man das System nicht nur steuern, sondern auch diverse Einstellungen vornehmen. Ganz ohne auf die Reichweite achten zu müssen, bequem von unterwegs aus. Das Set ist übrigens beliebig erweiterbar und das Handling ist mehr als einfach. Das System ist entschärft. Willkommen zu Hause.